Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Ratutto beim Clan Nachtaktiv. Ja, ich bin gleich live dabei, das ist natürlich super. Wir sehen hier unsere Nummer 2, mal gucken, ob das noch ein bisschen was wird. Denn auf die Base ist ein Stern drauf. Eieieiei. Polter die Polter. Ja, ich denke mal, so dolle wird das jetzt nicht, aber ihr seht, so ein bisschen werden hier die Truppen auch gespammt. Ich weiß, woran das liegt. Das werde ich euch gleich sagen. Also, auch wenn dieses, glaube ich, keine 3 Sterne werden, ist das alles nicht so schlimm. Denn der Gegner hat keine CB-Truppen. Das war wirklich, wirklich cool in diesem Clankrieg. Habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt, dass euer Clankriegsgegner keine CB-Truppen habt. Und dann kann man natürlich recht entspannt angreifen. Und ja, dann, schade, die Rundbase macht man eigentlich so ein bisschen mit Hexen hier, denn das ist ja, ihr seht das so ein bisschen, eine RH9 modifizierte Rundbase. Früher hatte man das ja mal so, also so wirklich gut ist die jetzt nicht, und ich denke mal, der Zugpep holt sich hier jetzt noch ein bisschen Bonus, macht die Base hier, oh, Donnerwetter, da geht ja doch noch ein bisschen was, hat er noch einen Zauber, King ist immer noch zündbar, Sprungzauber, gar nicht mal so schlecht gesetzt, na, Werden das doch noch zwei Sterne? Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich jetzt wirklich super, super gespannt, ob das noch was wird. Er hat jetzt noch den... Nee, das kann ja nicht sein. Alter, ist das geil. Der Magier außerhalb des Kreises hier vom Inferno. Ihr seht das hier. Ich habe den mal gerade aktiviert. Und der King ist auch noch dabei, also das wären super, nochmal 2 Sterne. Damit haben wir nochmal 1 Stern hier oben rausgeholt, richtig krasses Ding. Und aber wie gesagt, wenn keine Clanburg da ist und der Gegner hatte keine Clanburg, ich meine, ihr seht, das ist ein Level 8 Clan, und da keine Clanburg zu haben, ist, finde ich, so ein bisschen fragwürdig. Und jetzt, ich bin ja echt mal gespannt. Ich lasse es jetzt wirklich mal auslaufen. Ob das noch 3 Sterne werden, wenn der Magier das packt, der Golem packt das noch und der King auch. Boah, jawohl. Sauber. Super Angriff hier. 2 auf 1. Jawohl, passt. Eigentlich wollte ich ganz, ganz anders beginnen hier. Aber ist nicht so schlimm, hätte ich fast gesagt. Wir haben jetzt 1 Stern offen gelassen, nämlich den hier. Und da muss ich auch mal eben ein sauber tippeln hier. Und ja, mir ist endlich der Angriff gelungen. Ihr habt das ja die Tage gesehen. Ich habe so ein bisschen den Falken, hat mich ja aufgeklärt, ein bisschen geübt. Ich habe es ein bisschen gemacht, und es kam auch eine Frage auf in einem anderen Clan. Du Toto, ab wann kann man denn eigentlich so ein Queen Walk machen? Ja, so ein Queen Walk. Ich finde, ein Queen Walk geht ab Queen Level 5. Wenn sie ihre erste Fähigkeit hat, kann man den schon mal so ein bisschen beginnen. Also nicht jetzt so. Es gibt ja keinen unwirklichen Queen Walk, aber ich mache den Queen Walk hier, ihr seht das, auch mit einer Level 9 Queen. Also ich stehe dem nichts zurück. Gefunnelt wird hier mit einem, ja, eigentlich doof. Ich weiß nicht, warum ich den Lakaien gesetzt habe. Dadurch war natürlich der Babydrache hier jetzt nicht mehr in Wut. Und ist aber nicht so schlimm. Auch hier war ja keine Clanburg da. Und wenn du keine Clanburg hast, dann kannst du hier rushen. Dann kannst du die Truppen wirklich spammen, wie du gerne möchtest. Und ihr seht das, ich habe sogar noch ein paar Mauerbrecher mir gegönnt. Die hätte ich eigentlich noch nicht mal gebraucht. Aber jetzt hier mit den extrem vielen Valkyren, und die schnitzen hier jetzt echt krass durch die Base durch. Bola habe ich noch im Gepäck, die hätte ich vielleicht vorher setzen sollen. Oder recht zeitgleich, ja. Ich habe schon am Tablet angegriffen, hab's aber nicht zeitgleich rausbekommen. Hab noch so ein bisschen was im Backend. Das seht ihr im Moment gerade unten. Also ich habe noch einen Babydrachen im Backend. Queen kann ich noch zünden. Und ja, die rasieren dann hier durch so eine Base durch. Das ist wirklich, wirklich krass. Und deswegen, ja, ist mir mal gelungen. Also dieser Angriff oder diese Strategie hier ist mir auch schon mit meinen hohen RH9ern die Tage geglückt. Ich habe es nur nicht aufgenommen. Alles kann ich auch nicht festhalten für euch. Das müsst ihr verstehen. Gestern habt ihr auch kein Video von mir gesehen. Das hatte einfach so ein bisschen den Grund, dass ich mich so ein bisschen privat
ja, wie soll man sagen, orientiert habe. Also so ein bisschen, ja, auch ich habe ja noch ein Leben außerhalb von Clash of Clans und bin auch nur ein Mensch. So muss ich das mal betonen. Ich bin auch nur ein Mensch, der auch noch ein Leben nach diesem Spiel hat oder neben diesem Spiel hat. Und deswegen schaffe ich es manchmal nicht oder manchmal verbasel ich auch gerne mal meine Zeit. Ich verbasel echt mal gerne meine Zeit. Aber ihr habt es ja gesehen, im Thumbnail in Stein gemeißelt. Also ich denke mal, den CK werden wir hier nicht mehr verlieren. Glückwunsch hier an den Clan Nachtaktiv. Oh, ihr seht das. Ich habe einen Freund da oben. Nein, es ist gar kein Freund. Es ist gar kein Freund. Es ist die Treasury, also die Schatztruhen-Errungenschaft. Ich habe sie endlich mit diesem Account auch geschafft. Ihr habt das ja mal lange beobachtet bei mir. Mit meinem R8 habe ich diese Errungenschaft nicht schaffen können, weil ich die Treasury nie richtig leeren konnte und ich konnte hier nie richtig was reinbringen. Habe dann immer mein Rathaus ja angestartet, habe dann wieder abgebrochen, damit hier ein bisschen was reinkam. Aber jetzt habe ich sie endlich. 5000 Gems, ich denke mal, das ist auch ein Level-Up. Wert noch nicht ganz. Okay, das gab jetzt gerade 5000 Gems, also ich brauche nicht mehr lange. Dann bin ich hier 118 bzw. 119. Aber die Gems haben wir uns gegönnt. Wir sind auch kurz da, ja, 4, 9, 9500. Aber in Stein gemeißelt ist natürlich unser Kollege der Golem. Und ich denke mal, wir hauen jetzt mal nicht hier in den Sack, sondern hier in den Sack und machen natürlich mal mit den in Stein gemeißelten auch ein, zwei Angriffe hier auf ganz, ganz nette Bases. Ich habe zwei Stück dabei. Als RH9 muss ich hier im Golem-Event allerdings nur einen mitbringen. Was brauchen wir? Wir brauchen irgendwie alles. Ja, ich brauche ja immer mit allen Chars irgendwie alles. Das hole ich mir jetzt auch. Bei dem hier. Wow. Yes. Jawohl. Das hole ich mir bei dem hier. Ich weiß, was ich nach Clanburg habe. Wo ist denn eigentlich die Queen? Okay, die ist dann in der Mitte. Dann würde ich sagen, ich bin ja am Tablet, das seht ihr an den beiden Rändern. Deswegen kann ich zeitgleich beide Golems hier setzen. So, die haben wir schon mal rausgezogen. Ich habe so ein, ja, ich habe eigentlich eine komische Armee am Start. Also etwas zu viele Magier. Das ist aber nicht so schlimm. Wofür habe ich denn eigentlich die Heiler? Ich schicke die Heiler hier mal mit rein. Ich weiß gar nicht, wofür ich jetzt die Heiler habe. Naja, dann sei es mal so drum. Mal sehen. Ich muss erstmal ein paar Magier, glaube ich, jetzt rechts rumgehen lassen und links rumgehen lassen. Und nehme die mal hier jetzt in Wut in die Mitte. Ich habe noch einen Babydrachen. Ich denke mal, hier außen sind die ganz gut angebracht. Shit. Queen vergessen. Okay, aber alles nicht so schlimm. Ich denke mal, ja, wir gewinnen den Angriff auf jeden Fall. Wir haben schon mal ein bisschen was Dunkles geholt. Und jetzt muss ich mal eben sehen, was ich noch in Wut bringe. Ich denke, die Bowler hier in Wut sind beim RH9 und sie sind vor allen Dingen. Ah, nee, meine Queen ist in Heilung. Super. Meine Queen ist hier in Heilung. Und von hinten habe ich noch einen Babydrachen hier im Backend. Der holt mir bestimmt noch das Dunkle aus dem Top 4. Also, ihr seht das so stark. Ist jetzt so eine Queen auf Level 9 auch nicht, auch wenn sie geheilt wird. Aber das kriege ich sicherlich noch weggemacht dort. Den haben wir schon auf 0. Oh, sauber. Sauber, Toto, den haben wir schon auf 0. Dann ziehen wir mal hier unseren einen Laki noch mit rein. Und ihr seht das, der aus Stein ist immer noch am Leben. Ja, also es ist eine coole Truppe. Das Problem ist nur, das seht ihr jetzt. Die coole Truppe hier wird auch immer gerne mal geheilt von Heilern. Das heißt, wenn du Queen Walk dabei hast und hast einen Golem im Gepäck und die Queen hat jetzt erstmal keinen Schaden und der Golem kriegt natürlich immer Schaden. Er ist hier der Tank. Dann heilen natürlich die Heiler gerne mal den Golem. Jetzt habe ich ein bisschen Luck, dass meine Queen vor allen Dingen hier einfach so durchgehen kann. Die kriegt keinen Beschuss mehr und oh. Ja, da will ich mal nicht meckern, ne? Da will ich mal nicht meckern auf hohem Niveau. Ja, den haben wir auf null gepackt hier. Aber er hatte auch, wie unser CK-Gegner, keine Clanburg. Und ich habe noch eine zweite Armee ausgebildet in dem Bereich. Aber ich mache mal eben meine Kommentare auf. Denn ich hab natürlich einen. Halt, ich baue die eben mal nach. Nee, nicht da rein, den haben wir eh gewonnen. Sondern eher da rein. Denn ich habe natürlich eine Tech für euch. Es ist der Paul. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Social, ihr seht, dass meine Friends ist hier. Ich habe keine Freunde. Ja, sauber. Finde ich gut, dass ihr
nicht mehr mein Freund sein wollt. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber ich gebe das mal hier am Tablet ein. PC P99 ist das, glaube ich. Und dann Q229. Das müsste eigentlich ein Paul werden. Jawohl, es ist ein Paul geworden. Er ist vom Clan Dragonfly, Clan Level 12. Und da ich die Base vorher schon gesehen habe, da bin ich auch immer ganz ehrlich zu euch. Ich bin sowieso ein ganz, ganz, ganz ehrlicher Typ, der immer, glaube ich, aus sich rauskommt. Und deswegen, ich habe den natürlich vorher schon gesehen, den Paul hier. Aber es ist ein lupenreiner Maxed RH8. Daumen nach oben dafür. Richtig krasse Base hier. Und so ähnlich wie das bei mir aussieht, schön die Elex-Töpfe nach außen gestellt, dass sich ein Gegner diese Dinger hier krallen kann, damit er ein bisschen weiterkommt. Denn der Paul braucht nicht mehr viel weiter sein. Ich hatte mir das eben schon mal angeschaut. Das gefällt mir. Also die Base, die gefällt mir richtig gut als Rathaus 8. Zwei Defenses zwar nur gewonnen, aber ihr seht das, wie aktiv dieser Rathaus 8 Account ist. 73 CK-Angriffe oder nicht CK, normale Angriffe gewonnen, 193 CK-Sterne, okay, da kann man ein bisschen was machen. Aber schönes Ding hier und hier schützt eins das andere. Ihr wisst, nach wie vor reite ich auf den Luftabwehren rum. Hier werden sie schön geschützt vom Magierturm und vom Bogenschützenturm. Das ist übrigens auf beiden Seiten so. Und auch hier unten. Hier unten hat er nur kein Bogenschützenturm mehr. Also vielleicht der Tipp, diesen Bogiturm mit der Kanone tauschen oder mit dem Lager tauschen. Mal gucken, wie es macht. Aber die Base gefällt mir, der Account gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, er hat an der Stelle auch vor allen Dingen alles richtig gemacht. Lager muss gar nicht checken, das sind 200 Truppen. Er muss noch ein paar Mauern machen und dann ist er hier auch durch. Wir sind noch lange nicht mit dem Golem-Event durch hier, mit den aus Stein gemeißelten, denn ich muss noch richtig viele Angriffe machen. Ihr seht das, aufgrund meiner Mehraccountigkeit, ich schaffe es manchmal nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn ich mal so einen Tag mit jemand verdaddel oder einfach nur verquatsche, den ich sehr, sehr mag, dann vergesse ich einfach so ein bisschen das Angreifen hier in meinen Dörfern und wir machen in jedem Fall hier aber noch einen zweiten Angriff. Ich werde mal eben vorfordern und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir überbrücken meine Bauarbeiterzeit mal noch, denn der Faolan, der auch derjenige ist, der mich hier so ein bisschen reingetrieben hat in den Clan, war der Meinung, ich kann auch mal seinen Dippy zeigen. Ja, Faulan, das kann ich machen. Aber jetzt pass mal auf, ich nehme dich jetzt mal auseinander. Ist natürlich ein Witz, also nimm das nicht ganz, ganz so ernst. Aber wenn du diesen Angriff nochmal analysierst, also es ist ja ein Dip von 9 auf 8, dann wirst du feststellen, dass hier unten natürlich der aus Stein gemeißelte schon relativ gut tankt und deine Mauerbrecher hier da komplett durchgehen. Also... Was soll denn da der Sprungzauber? Das ist. Naja. Also unnötig, dass den Zauber hätte sparen können. Denn wenn die Mauerbrecher schon so gut durchgehen und die Mauern sind ja wirklich nicht gut, er hat hier Level 5 Mauerbrecher und mit der Masse gespammt, selbst mit den Walküren jetzt dahinter, geht so eine Mauer natürlich immer irgendwo auf. Ein paar Walküren rennen jetzt nach außen rum, das ist aber nicht so schlimm. Die Masse geht hier natürlich rein. King und Queen hat er noch. Habe ich gesetzt? King und Queen, hallo. King und Queen? King und Queen, ja. Ah, da. Hier am Rand, okay. Ja, also auch hier keine Clanburg. Gespamme von Truppen. So ist das manchmal. Ich meine, da haben wir ein bisschen Segen gehabt hier mit den Clankriegsgegner. Und dann kannst du hier wirklich deine Truppen einfach so reinspammen. Und der aus Stein ist hier immer noch aktiv. Also beide sind sogar noch aktiv. Es ist ein Max-Golem, glaube ich. Und ein Level, was ist es, ein Level 3? Okay, also die Unterschiede sind schon enorm, ne? Okay, der Dreier hat sich jetzt schon geteilt. Aber der Stiernacken hier mit den zusätzlichen Pickeln da am Rücken ist schon richtig krass. Und er hat einen Maxed Golem hier mit drin. Also wir haben den Angriff jetzt gesehen, ja? Wir haben den Angriff jetzt gesehen. Und ich will aber... ja, noch einen Angriff mit meiner Armee hier machen. Mal sehen, ob wir sofort wieder einen Gegner finden. Wie viel Luck ich manchmal hier auch mit dem Account hier habe. Denn hier dauert es nie lange, um irgendwas Nettes zu finden. Ich brauche nach wie vor alles. Wir nehmen alles mit und
Schauen wir mal. Heute Abend verdattel ich hoffentlich nicht meine Aufnahme. Oh, 2300, aber ein bisschen zu wenig von den ganzen anderen Zeugs. Da muss ein bisschen mehr gehen. Jawohl, da ist er. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass ich so einen hier mitnehme, denn ihr seht das hier, ich habe so ein bisschen billig gebaut hier hinten mit den Magiern, mit den Barbaren und mit den Bogis. Da wollte ich, glaube ich, ein bisschen billiger bauen. Was habe ich in der Clanburg? Oh, ein Drache und eine Walküre. Okay, ich habe nur einen Golem dabei, denn in dem Event hier brauche ich ja auch nur einen Golem. Hier haben wir den Flächenschaden, der ist natürlich heftig. King und Queen in der Mitte, okay. Wir gehen hier über Ecke rein. Oh, drei Bäumchen. Alles noch locker. So, da schießen schon mal so ein paar Defenses. Och, hasse das. Ich hasse das, wenn da einer meint, er müsse hier alles auf diese Ecke platzieren, wie meine Bases hier. Naja, komm, King, Queen durch. Sprung, bauen wir mal hier rein. Drachen nehmen wir mal noch nicht mit. Wir nehmen hier unsere Walküren mit rein. Wir nehmen jetzt noch ein paar Barbaren hier mit rein. Und denn der komische Lava-Hund hier stört uns jetzt nicht wirklich, glaube ich. Ich hoffe es mal zumindest. Aber ich glaube, wir können von hier ruhig mit den anderen Truppen reingehen. Was ist hier in der Mitte eigentlich Sache? Ja. Komm. Weggiften da. Jawohl. Gut, das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Wir haben noch einen Heil über. Unsere Kleinsttruppen gehen hier im Moment noch durch. Und wir haben auch schon das Dunkle geholt. Und ich glaube, wir haben auch schon ganz, ganz gut Gold und Elex hier weggesnackt. Ich heile mal so ein bisschen die Barbaren hier. So ein bisschen, so ein kleines bisschen sind zumindest in Heilung gekommen. Da ist der Drache aktiv. Okay, dann helfen wir dem Drachen mal so ein bisschen. Vielleicht bleibt er in der Mitte. Vielleicht bleibt er in der Mitte. Jetzt haben wir hier natürlich zwei Bogenschützentürme. Da haben wir ein Problem. Queen muss ich jetzt mal zünden. Kanone geht schon mal weg. Okay. Der Drache schafft den Magierturm nicht. Aber meine Queen. Auch das sieht ganz gut aus. Also Farm. Ja, funktioniert. Und wir haben zumindest jetzt das Golem-Event hier schon so ein kleines bisschen weitergetrieben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem mal wieder so ein bisschen RH9-Content hier gefallen. Mit dem Schief. So ein ganz kleines bisschen geht es da weiter. Es ist schleppend, kann ich euch sagen. Es ist schleppend. Ich habe glücklicherweise meine beiden CK-Angriffe an einem Abend machen können, denn ich bin heute extrem spät nach Hause gekommen. Hätte sicherlich den zweiten wieder ganz, ganz eng gemacht. Auf was wartet dieses Spiel noch? Manchmal weiß man es ja nicht. Ne? Irgendwo kloppt hier jetzt noch eine Truppe auf irgendeine Mauer, weil ich kann eigentlich nichts mehr reißen hier. Oh, ich finde nichts. Okay, dann brechen wir hier ab und haben ja ganz, ganz netten Loot noch mal eingeheimst. Ich habe aktuell ja 4000. Boah, das geht eigentlich. Hier habe ich auch ein bisschen was drin. Da kommt ja gleich noch der Clankriegslot rein. 46 Minuten, da seht ihr es. Also, ich bin recht eng und von daher gibt es auch von hier einen kleinen Update-Status. Hier im Moment läuft nicht der Golem, sondern es läuft der Lava-Hund auf 2. Ich glaube, der war mir ein bisschen wichtiger an der Stelle bei diesem Account hier. Und ansonsten habe ich hier fast alle Bauarbeiter am Rennen. Der nächste wird schon in 20 Stunden wieder frei, nämlich von einer Baracke. Und ich wollte eigentlich etwas anstoßen hier mit einem Bauarbeiter. Ich habe hier heute schon so ein bisschen was abgeholt. Ich glaube, wir nehmen mal diese Ecke hier. Auf dieser Ecke habe ich im Moment keine Baustelle, deswegen nehmen wir, zack, da ist er. Wir nehmen hier mal die Kanone für so ein paar Tage rein. Also auch hier geht es ein bisschen voran. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen hier aus dem Rathaus 9. Bisschen CK, Dorfbesuch, Farm, passt. Euer Toto, clasht.